Ähnlich. Ach. Hi Leute, ich hoffe, ihr habt einen schönen Montag. Wir machen heute ein bisschen Vintage Story. Einfach weil ich Bock drauf habe. Vintage Story ist ja jetzt auch schon so eine ganze Weile draußen. Habt auch schon eine ganze Weile. Ist so ein. Ich meine, die obvious Verbindung mit Minecraft ist natürlich da. Ne? Aber mal gucken, ob ich nicht noch ein bisschen die. Irgendwie mag mein Rechner nicht unbedingt auf Hochspielen. Aber probieren wir es mal. Damit es wieder ein bisschen besser aussieht. So. Ah, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ja, worum geht's in der Vintage Story? Keine Ahnung. Gute Frage. Ich weiß nur, dass es irgendwie wohl angelehnt ist an das frühe 13., 14. Jahrhundert. Und wir sind irgendwie. Moment. Ich habe alle Tasten vergessen. Moment. Ja. Auf P. Holy shit. Bin dieser komische Typ hier. Und ich kann nix und ich hab nix und ich hab nur ein bisschen Klamotten und ja, wir müssen halt überleben. Jetzt gerade ist die Musik sehr laut. Oh. Oh. Ja, was kann man in dem Spiel machen? Eigentlich ziemlich viel. Allerdings braucht es eine Weile, bis es anfängt, richtig loszulegen. Ein paar Beeren für den Anfang sind schon mal nicht schlecht. Man kann halt sehr viel selbst bauen, aber das Bauen in dem Spiel ist halt so detailliert. Werden wir schon sehen, sobald ich mal ein bisschen was von einem bestimmten Stein finde. Nur jetzt gerade sehe ich ihn nicht. Ja, die Map habe ich gerade erstellt. Boah, fliegende Steine. Ist der wirklich fliegend oder ist er verbunden? Ne, der ist wirklich fliegend. Krass. Ah. Ah, vielleicht noch ein bisschen höher. Ah, das ist besser. So, weil hier haben wir Feuerstein. Und damit können wir zum Beispiel uns ein Werkzeug chippen. Also, ne? Stein auf Stein schlagen. Wenn ich denn noch einen finden würde. Weil, um Stein auf Stein zu schlagen, braucht man ja bekanntlich zwei. Also Obsidian. Und die ganze Zeit geht halt unten rechts meine grüne Leiste leer und dann ist mein Hunger. Darum sollten wir uns kümmern. Na, nun komm schon. Da muss ja irgendwo noch ein Flint sein. Obwohl, ich glaube, ich könnte die aus anderen Steinen auch machen, die Sachen. Nicht aus allen. Nehmen wir einfach mal die beiden hier. So. Auf den Boden legen und dann chippen. Also jetzt brauche ich mal ein Messer. Und dann können wir jetzt ganz einfach hier Stein auf Stein schlagen und uns ein paar Klingen raus kneppen. Neppen. Ich weiß gar nicht, gibt es ein deutsches Wort dafür? Bestimmt. So. Ha. Und jetzt haben wir zwei Messer. Klingen. Blöde. Wörter. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht mal so ein bisschen Holz kriegen. Ah ne, ich müsste rumliegen, das Holz finden, ne? Ja, kein Minecraft. Hier kann man, glaube ich, die Bäume nicht so boxen.
Obwohl ja doch vielleicht schon, aber es wird ewig dauern. Bräuchte man ein Stöckchen. Oh, hier hätte man noch ein bisschen Flint. Ja, Stock. So, und jetzt wird gecraftet und wer es kennt, Stöckchen und Klinge. Hier gibt ein Messer. So, machen wir mal so. Mit diesem Messer kann man jetzt Sachen schneiden. Wie zum Beispiel hier das. Warte mal. Könnt ihr ja eigentlich mal auch mal auf Deutsch stellen. Okay. Hätte ich vielleicht eher machen können. Machen wir nochmal. Außer dass Vintage Story sich jetzt mal wieder nicht schließen will. Aber das kenne ich schon. Da ist Task beenden, please. Schau mal, ich habe mir noch nie die deutsche Version erstmal angeguckt. Und man hat ja auch gesehen, ist nur 94% fertig, ist halt noch ein Early Access Spiel. Ist noch quasi in den Kinderschuhen. So, und hier haben wir Warcoin. So. Und daraus kriegen wir so ein, wie heißt es? Ah, einfach Rohrkolben, okay. Wir könnten die Rohrkolben jetzt nochmal abbauen. Dann würden wir den Stängel davon auch noch kriegen, die Wurzel, die kann man essen. So, jetzt brauchen wir ein bisschen was davon, weil, wie man sehen kann, ich habe kein Inventar. Ich bräuchte ein bisschen Inventar, damit ich Sachen farmen kann. Rohrkolben sind halt natürlich, wie man nicht denken könnte, immer am Wasser. Und ich spiele zwar auf um Survival-Modus, also den schlimmsten Wildnis-Survival-Modus quasi. Ich habe mir aber die Karte angemacht. Einfach. Ich bin zwar nicht schlecht mit Orientierung, aber nachher verliere ich irgendwie alles. Und wie immer, ein Leben. Wenn ich sterbe, gibt es eine neue Welt. Soll ich mal gucken. Obwohl ich glaube, ich habe sogar eingestellt, so dass ich, wenn ich sterbe, das Spiel verliere. So, jetzt haben wir ein paar davon. Muss halt unbedingt mal umstellen eigentlich. Wie war das jetzt genau damit? Wir haben so einen netten Guide. Der hilft uns damit. Rohrkolben. Ah ne, warte mal. Ich kann glaube ich einfach drauf gehen und H drücken. Ja. Ah, ich wollte aber nicht die Wurzel, ich wollte das Ding haben. Um einen Korb dafür zu machen. So. Fast. Fast richtig. So, ein Körbchen. Dieses Körbchen kann ich mir hier rechts einsetzen. Und jetzt habe ich Inventar. Drei Slots. Und woran machen wir jetzt noch drei Stück? Ich muss mal auch noch ein bisschen Augen offen halten für ein paar Stöckchen. Sind eigentlich in der Nähe von Bäumen schon mal. Aber ich glaube, man kann auch die Blätter abbauen. Und manchmal sieht man da drin dann so ein bisschen holzig, so wie hier. Ah, steht auch Blätter mit Zweigen. Da sind Stöcker drin. Oh, die verschwinden natürlich auch von alleine mit der Zeit, wenn man die abtrennt vom Baum. So, noch mehr Stöckchen. Sieht nicht danach aus. Moment. Ich muss halt mal unbedingt umstellen. Steuerung. Inventar. Tab. Das können wir auf Enter machen. Und persönliches.
Inventar können wir dann auf E machen. So. Okay, jetzt habe ich. Okay. Funktioniert leider doch nicht so, wie gedacht, wie ich das wollte. Yes. Bitte zurück. Schade, weil ich kann anscheinend mit Tab kann ich hier in den Tabs halt umschalten. Na gut. Müssen wir uns halt daran gewöhnen, dass ich nicht den Inventar auf Tab habe. So, machen wir uns noch ein neues Messer. Weil das andere geht ja schon langsam kaputt. Warte, eine Steuerungssache habe ich anscheinend doch geändert. Nee, ich wollte. Schleichen, hinsetzen. Dann auch C. Gut. Schleichen C. Oh. Ach, das ist normalerweise auf C. Deswegen war das auf P. Okay, jetzt crouch ich mit C. Ah, schon besser. Na ja, gut, so braucht man das Charakterfenster ja auch nicht. So, bisschen mehr Rohrkorb. Oh, wie spät haben wir es? Noch nicht ganz 12, würde ich sagen. So, haben wir hier noch Rohrkolben? Das wird erstmal ein bisschen Gewöhnungszeit brauchen. Noch ein neues Körbchen. Aber noch. Oh. Ah, ah. Wolf. Wolf. Ein Hund. Bauernwolf? Ach, du bist ein Welpe. Aber der andere Wolf scheint mich in Ruhe gelassen zu haben. Was haben wir denn hier? Waldbohnen. Aha. Aber irgendwie nicht sehr grasiger Waldbohnen. So, nehmen wir uns den Flint mit. Und Obsidian brauche ich jetzt nicht gerade. Ah, da ist noch mehr Rohrkolben. Bisschen was brauche ich davon noch. Ich glaube, jetzt reicht es auch erstmal, weil ich an den Wurzeln habe. Ja. Da ist mein Messer kaputt gegangen. So, ich brauche 2, 4, 6, 8, 10. Oh, wenn ich das jetzt richtig gerade in Erinnerung habe. Ja, sind 5 mal 2. Also brauche ich noch 20. So. Dann sollten wir uns auch mal langsam umsehen, ob wir nicht eine schöne Ecke finden, wo wir unsere Heimat hinbauen. So, 20 Stück. Noch ein Körbchen und noch ein Körbchen. So, und jetzt haben wir schon ein 12 Platz großes Inventar. Wow. Gut. Den einen Stein schmeiße ich mal raus. Den hebe ich eh irgendwann wieder auf. Gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Was sagt denn die Karte? Vollkarte. Da hinten ist ein schneebelichter Berg. Wahrscheinlich die fliegenden Berge. Wäre natürlich schon geil, einen fliegenden Berg noch zu machen, ne? Problem ist immer noch bei fliegenden Bergen und sowas. Oder prinzipiell solchen Gebirgen. Upp, upp, upp. Design, hier sind Löcher überall. Dass man durch die Blätter alle durchfallen kann. Ein Problem bei Bergburgen und sowas ist natürlich.
Ja. Immer das herhinkommen. Das ist ein Problem. Ne? Also wie kommt man da ordentlich hoch? Eine Sonnenuhrschnecke. Aha. Ein paar Beeren. Können wir uns eigentlich mal reinziehen? Haben eben ein bisschen Hunger. Und das Lustige ist, dann die HP hier in dem Spiel sind darauf ausgelegt, wie gut man seine Ernährung macht. Je besser deine Ernährung, umso besser deine, also desto besser deine Gesundheit. Es gibt halt Obst, Gemüse, Getreide, Protein und Milchprodukte. Jetzt gerade habe ich 10 Punkte, 10,4. Wahrscheinlich kommen die Punkt 4 jetzt gerade davon, weil ich ein bisschen Obst gegessen habe. Und ich Beeren als Obst? Ja, okay, doch, theoretisch schon. Auf jeden Fall kein Gemüse. Ja, und dann auch das Problem, in so einen Stein zu bauen, ist natürlich erstmal da reinzukommen. Stein ist verdammt hart. Ja, manchmal solche Ruinen, da ist manchmal was versteckt. Scheint hier jetzt aber nicht der Fall zu sein. Obwohl manchmal die versteckten Sachen auch unter der Erde liegen oder so. Oh, hier. Oh, was haben wir denn hier? Kupfersplitter. Markiere ich mir da direkt mal. Diese Kupfersplitter, die weisen auch schon mal darauf hin, dass es dort ein Vorkommen gibt. Ah, ich muss es in Englisch schreiben. Okay. Nicht schlimm. Das ist ein Feuerstein. Sieht aber sehr hell aus wie ein Feuerstein. Naja. Kreide. Wahrscheinlich, weil es hier Kreide gibt. Was haben wir denn hier? Ziegen. Man sollte halt eine Nähe zum Wasser haben, ne? Weil Wasser ist halt wichtig, wie immer. Deswegen existieren ja Städte auch so immer in der Nähe von Flüssen und sowas, weil da halt gesiedelt wurde, weil es dort Wasser gab. Da ist schon wieder ein Welper. Das heißt, hier ist auch schon wieder irgendwo ein Wolf. Zimtfarm. Kann ich dich mitnehmen? Oh ja. Wofür bist du gedacht? Hat einfach noch eine Brenndauer. Okay. Kann ich auch wieder pflanzen? Yes. So. Habe ich draußen aus dem Inventar. Weil es gibt ein paar Pflanzen, die kann man halt benutzen, um sich Bandagen zu machen. Mal überlegen. Was haben wir hier? Turritella. Schlicht. Aha. Das Wichtigste, was ich jetzt gerade eigentlich suche, ist. Sag mal, wo bin ich? Da, glaube ich. Weil wir suchen jetzt gerade nach Lehm. Oh, da sind. Sind das Wölfe? Könnte sein. Wölfe sollte man sich nicht mehr anlegen, die beißen. Naja, das ist auch Sand. Dann vielleicht das da hinten. Wir brauchen ein bisschen Lehm. Warte mal, hier? Kies. Nee, Kies ist auch nicht das, was ich suche. Da könnte roter Lehm sein. Es gibt zwei verschiedene Arten von Lehm. Rot und blauen. Wie im echten Leben auch. Nur hat der blaue Lehm genauso wenig Anwendung wie bei uns im echten Leben. Meistens wird halt der rote, der normale, kennt ihr ja den Lehm, ne? Womit man töpfert und sowas. Das ist halt der rote Lehm. Benutzt, weil der halt feuerfester ist als der blaue. Der blaue verbrennt irgendwie ab einer bestimmten Temperatur und das ist halt nicht so praktisch. Der Sand ist super weiß.
Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Oh, nee, das ist ein Haus. Ist doch kein roter Lehm. Ein bisschen Feuerstein, immer gut zu haben. Hallo, es lebt hier jemand. Es gibt auch NPCs, ne, wie den hier, der verkauft wird. Was verkaufst du denn? Zwei Zunge? Hallo? Was verkaufst du? Okay, du verkaufst Glas, Silberpfeile, ein Schwert und du kaufst Goldkram und sowas. Okay. Also nicht so gut. Herrenhalskette. Preis. Ah ja, es gibt Zahnräder in der Welt. Das ist die Währung. Glaube, ich habe auch noch keins. Aber wenn wir halt was hätten, was der will, wie zum Beispiel einen Rohdiamanten und einen Rohperiot, dann. Oder einen Rohsmaragd, dann könnte man den verkaufen. Und der hat auch nur bestimmte Anzahl an Zahnrädern. Okay, du willst also. Händler. Nobelkleidung. Haben wir hier mal einen. So. In Schwarz will ich jetzt aber nicht unbedingt. Mach da mal lieber in Weiß. So. Wiedersehen, Händler. So. Oh. Fällt schon die Sonne, oder? Oder ist einfach nur bewölkt gerade? Ah. Wenn man einmal das Leben gefunden hat, dann sieht man es eigentlich immer. Das sind Blumen. Schon nur schon ein bisschen her, dass ich gespielt habe, deswegen sehe ich es nicht mehr. Da ist eine Ruine. Können wir mal auschecken. Oh ja, tatsächlich. Die Sonne geht schon unter. Schade. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich noch bisschen Lehm bekomme, bevor ich mich verstecken muss. Weil wie in Minecraft kommen in der Nacht hier Monster raus. Die wollen einen fressen. Ah. Hast mich leicht erschreckt. Oh, da haben wir eine Höhle. Scheint mit Quarz in der Wand. Würde ich zumindest jetzt mal drauf schließen. Ja, Quarz. Oh, mit Schalaktiten und Schalagmiten. Oh, noch ein paar Beeren zum Futtern. Da ist die Ruine. Vielleicht können wir uns ja hier an der Ruine verstecken über Nacht. Ja, da haben wir noch einen Feuerstein. Sehr gut. Sieht nicht so aus, als wenn wir uns hier verstecken könnten. Ist denn hier irgendwas? Quarzsplitter, okay. Hier scheint auch soweit nichts zu sein. Deswegen gehen wir jetzt mal hin. Legen uns den Stein hier hin und machen mal eine Schaufel. Behauen, okay. Na, komische deutsche Übersetzung, aber ja gut, ich habe ja auch keine bessere gefunden. Ja. Damit machen wir uns jetzt eine Schaufel. Rohkolben brauche ich nicht. Ja. Weg mit dir. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir uns irgendwie wo eingraben, ne? Oh. Blauer Lehm.
Blauer Lehm, wo bin ich? Ah, den sieht man gar nicht mehr von der Karte aus. Früher konnte man den immer auf der Karte sehen. Okay. Ich bräuchte trotzdem ein bisschen Erde. Kann ja hier einfach mal so ein Loch buddeln. So. Autsch. Erde hat anscheinend auch Schwerkraft. Okay. Gut zu wissen. Ein guter, die über mir dann nicht einbricht. Auch die Erde dann. Und in dem Spiel, wenn es Nacht wird, wird es wirklich Nacht. Also es ist wirklich stockduster, ne? Geht das, wenn ich. Oh Leute, ihr seht ja schon wieder gar nichts mehr. Moment. Spiel. Filter. Helligkeit. 0,2, nee, 0,1 nur. So. Solltet ihr auch was sehen. Ah, hallo. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, ne? Kann mich nicht wirklich irgendwo reinbuddeln. Hat halt immer alles direkt wieder zuschüttet hier. Dann werde ich wohl eine Menge laufen müssen in der Nacht. Schwarze Johannisbeeren. Naja, immerhin etwas. Obwohl, wir könnten uns eigentlich auch beim Händler verstecken. Das war ein bisschen weit weg, aber da komme ich hin. Beeren. Hey, sobald es Nacht wird, kommen wir mit dem Monster raus. Okay, das bedeutet, wir müssen uns irgendwie. Material bauen, welches wir verbauen können. Holz. Bestimmt auch noch anderes. Irgendwie Pflasterstein? Bestimmt. Hallo Händler. Bleib mal über Nacht bei dir, ja? Hast doch nichts dagegen, oder? Oh, schöne Sachen hier. Darf ich das öffnen? Oh, ich darf. Hast du ja was drin? Ah, ein bisschen unglücklich, der Shader mit dem Ganzen. Okay. Ich meine, theoretisch kann man bestimmt seine ganze Bude auseinandernehmen. Wenn man das denn möchte. Schau mal, was können wir denn mit dem Lehm machen? Blauer Ton. Backt in der Feuerstelle zum Abbauen. Wild durch Abbauen erhalten. Was? Tonkrug. Ach so. Ah. Okay, was, wofür kann ich das benutzen? Oh, ich kann es doch für alle möglichen Formen benutzen. Okay, wir können eine Schüssel machen. Wie macht man nochmal Feuer?
Eine Feuerstelle, da. Ach ja. Na gut, Holz haben wir ja eh nicht. Was könnte man denn daraus mal machen? Eine Feuerstelle kann ich jetzt eh gerade nicht machen, ich habe kein Holz. Weil den Ton müsste man natürlich noch brennen, ne? Ah, was bräuchten wir denn? Ja, ist gut, Händler. Ich bleib da nur über Nacht hier. Aber eine Rührschüssel. Gut. Rührschüssel. Oh. Okay. Ich darf hier nicht bauen. Der Händler beansprucht dieses Land. Aber ich darf nicht mal meinen Ton mehr aufnehmen. Aber wie man sieht, die Nacht ist in diesem Spiel wirklich dunkel. Ich habe vorhin eins von den Monstern gehört, aber noch keins gesehen. Heißt, ich darf ja hier nicht mal, ne? Nee. Shit. Ich darf hier nicht mal ein bisschen Werkzeug machen. Also kann man die Händler doch nicht mehr abbauen. Auf jeden Fall ein schöner Nachthimmel. So, der Filter sieht aber irgendwie eklig aus. Muss ich zugeben. Machen wir mal die Helligkeit wieder auf 0. Machen wir mal das Gamma ein bisschen höher. Jetzt sieht das besser aus. Ja, ich glaube, das ist besser. Wenn wir die Gamma-Werte ein bisschen hochschrauben. Muss zugeben, ich bin erstaunt, dass die Drifter, ich glaube heißen die, oder ihr Treiber dann wahrscheinlich auf Deutsch. Weiß ich gar nicht, wie sie auf Deutsch heißen, dass die Drifter dann hier gar nicht kommen. Ich habe vorhin einen gehört, aber nicht gesehen. Und ohne Waffen haben wir halt überhaupt keine Chance. Null. Und die sind selbst so, wenn man schon Waffen hat, schon noch recht schwierig. Also, was ich dann als nächstes brauche, morgen. Ja, ist doch gut. Schnauze. Ist Axt. Wir brauchen Holz. Und ein Lagerfeuer. Also, ich muss Gras schneiden. Ja, und zeigt halt auch immer ganz gut an, was wir machen können. Ah ja, genau, ich könnte ja mal gucken. Starteranleitung. Ah, ist alles noch auf Deutsch. Englisch, okay. Ja. Napping haben wir schon gemacht. Baskets haben wir gemacht. Essen haben wir auch ein bisschen gefunden. Firestarter, aha. Combat, bla bla bla. Shelter, it's a good idea to build a small shelter before the night sets.
Useful Stone Age Building Materials are Cob, Soil, Pack, Dirt. Pack, Dirt. Ah. Damit können wir also bauen. Interessant. Das wird also dann Cobblestone, oder? Wie macht man Cobblestone? Einfach nur Granit, also einfach nur Stein und Ton in der Mitte. Naja, gut. Erde kann man ja nicht zum Bauen benutzen. Das ist ein bisschen dumm, dass es dann nicht richtig beschrieben ist, weil ich bin ja auch in dem Modus, wo das halt nicht der Fall ist, dass ich hier gut mal aus Erde bauen kann. Aber es wird schon wieder heller. Glaube ich. Zumindest sehe ich mehr von der Umgebung. Weiß nicht, ob ihr das seht. Komm schon. Es gibt auch keinen Mond irgendwie. Oder der Mond ist da irgendwo. Ich meine, die Sonne habe ich ja vorhin auch gerade nicht bis zum Schluss gesehen. Gucken wir mal, ob wir ein paar Stöcker zusammenkriegen. Halt wie bei Minecraft, wenn die Blöcke nicht geladen sind, also wenn die Blöcke erstellt werden, haben die anscheinend keine Physik. Wenn dann irgendein Block in der Nähe abgebaut wird, dann fällt das halt. Das ist eine ziemlich tiefe Höhle. Ich glaube, da sind auch gerade alle meine Stöcker runtergefallen. So, jetzt haben wir zumindest schon mal ein paar Stöcker. Oh, das Rockholm. Sammeln wir mal ein bisschen Gras. Wow. Okay, aber hier draußen können wir zumindest was bauen. Dann machen wir uns einmal einen Axtkopf. Scheint ja gerade kein Monster zu kommen, also von daher. So, Axtkopf. Dann brauchen wir noch ein Speer, wäre nicht schlecht. Ja, und dann bauen wir uns das Werkzeug daraus. Einmal eine Axt. Und einmal ein Speer. So. Und die verdichtete Erde, das können wir mal ausprobieren. Die kann man stapeln. Jo, die kann man stapeln. Okay. Gut zu wissen. Kann man die denn auch wieder entverdichten? Anscheinend nicht. Verdichtete Erde. Ne. Okay. Kann man nicht wieder entverdichten. Ah, es wird schon wieder heller. Was bist du eigentlich? Ach, du bist ein Mutterschaf. Du bist ein Schaf?
Wer hast du mit Ziege? So, ja, ich weiß, du hast Hunger. Darum sollten wir uns auch am besten direkt kümmern. Und anscheinend macht der Charakter Geräusche, wenn der Tag wieder anbricht. Hier ein paar Beeren irgendwo. Komm, jetzt hast du noch ein paar Beeren im Bauch. Dann nehmen wir uns mal einen Baum vor. Das Schöne ist, man klopft so lange auf den Baum ein, bis der komplett auseinanderfällt. Also je größer und je prachtvoller der Baum ist, desto länger dauert Oh, dafür sind aber halt, ist er komplett gefällt, ne? Zusammen mit den Blättern alle, das heißt, die Stöcker fallen alle auch auf den Boden. Kann manchmal ein bisschen zu konfusen Situationen führen, wenn man dann einen Baum abbaut, aber eigentlich irgendwie zwei, weil die beiden miteinander verbunden sind. So, und wie ihr vielleicht gemerkt habt, Spitzhacke gibt es nicht in der Steinzeit. Es gibt keine Steinspitzhacke. Heißt, Erde, also Gestein, ist für uns völlig ausgeschlossen, dass wir es derzeit bearbeiten können. So. Und anscheinend haben Bäume auch nur einen Stack-Size von 16. Okay. Jetzt will ich aber mal eben die Ruine hier noch abchecken. Ist hier irgendwas? Manchmal sind hier so Pötte drin. Ja, und Krug. Den können wir doch zersmashen. Kohle. Okay. Anscheinend gibt es die jetzt inzwischen richtige Kohle. Okay. Vorher gab es nur Holzkohle. Zumindest soweit ich es kennengelernt habe. Ist aber auch schon fast ein Jahr jetzt her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Oh, da haben wir ein paar Beeren. Nett. Gutes Frühstück. Muss ich auch mal gucken, ob ich was finde, um mich zu heilen. Und ich glaube, ich muss das Holz noch mit der Axt bearbeiten, damit ich Brennholz bekomme. Richtig? Falsch? Moment. Feuerholz. Ah. Axt da drüber, natürlich. Da hinten ist ja was gefallen. Oh, dann können wir uns zumindest jetzt die Nacht. Oh. Anscheinend ist das hier gefallen. Weil die Schweinchen drauf rumgelaufen sind. ich würde aber gucken, dass ich ganz gerne noch ein bisschen mehr Lehm finde. Und vielleicht auch Feuerlehm, also, ne? Feuerton. Roten Ton. Wahrscheinlich schon dreimal drüber gelaufen. Am besten guckt man sich halt immer die Steine von der Seite an. Was haben wir hier?
Lupine, eine Blume. So, hier haben wir wieder Sand. Und ein paar Säue. Wow. Die Welt um mich herum stürzt ein. Hey, das war mal ein Weg. Jetzt ist es ein Springbrunnen. Ein toten Hasen. Aber bestimmt der Wolf. Ah, der Fuchs. Feuerstein im Tonschiefer. Okay. Mal hin, ein paar Blöcke, ein paar Blöcke. Nehme ich. Aber ich glaube, da kommen nur noch Knochen raus, weil der sieht schon ein bisschen skelettiert aus, der Hase. Komm schon, hier muss doch mal irgendwo ein bisschen Ton sein. Hier? Nee, Erde mit geringer Fruchtbarkeit. Es gibt halt auch bessere Erde. Ne? Weiß gar nicht, wie die stärkste Erde nochmal hieß. Irgendwo, hab ich vergessen. Ist auf jeden Fall ziemlich braun. Also je dunkler die Erde, desto besser. Quasi. So. Ich glaube, Papier regenerieren mal auch über Zeit, aber das dauert eine Weile. Komm schon. Muss mal irgendwo ein bisschen Ton sein. Oh, hier haben wir wieder eine Höhle. Mit Quarz drin. Oh, Backe, das bricht doch alles ein. Nicht zu nah dran gehen, ansonsten bricht das alles weg. Dass man nicht mehr auf der Karte sieht, ist ein bisschen schwierig. Da oben ist mein blauer Ton, da unten, aber das könnte ein roter Ton sein, vielleicht. Gucken wir mal. Oder ist nochmal wieder rot gefärbter Boden. Tiere kann man natürlich auch alle jagen, die man findet. Also ein bisschen schwierig mit dem Schwert. Und auch noch nicht immer tödlich. So. Hier haben wir nochmal einen Platz, wo ein Krug sein könnte. Ist bestimmt auch irgendwo, aber. Ach, da oben. Immer hochgucken, Leute. Oh, da sind ein bisschen Samen. Karonsamen. Das Spiel ist aber seine Anbautechniken angeht, ist sehr ausgereift, weil jeder Boden hat einen bestimmten Satz an. Boah, was waren die drei nochmal? Potassium? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall halt irgendwie Salze und. Also Mineralien sind im Boden drin. Und jede Pflanze braucht eine bestimmte Art davon. Da ist Nährstoff, erforderlicher Nährstoff K. Also ist das wahrscheinlich Calcium. Oh. Torf. Okay. Also sind wir hier bei einem Torfgebiet. Okay. Wollte eigentlich da oben geguckt haben. Torf ist gut zum Brennen. Hier ist Erde mit mittlerer Fruchtbarkeit.
Feuerton. Ha. Da haben wir doch. Dann will ich mal ein bisschen davon. Karottensamen können erstmal in den Rucksack. Obwohl die Feuerholzdinger brauche ich bald. So. Cobblestone war. Ah, Granitbruchstein. Okay. Dafür brauche ich halt Granit. Granit kann ich aber noch nicht machen. Einzige ist, ich könnte gucken, dass ich irgendwo Granithaufen finde, damit und oder die Steine selber aufsammeln. Aber allerdings, das wird ein bisschen lange dauern, bis ich da irgendwie eine Festung zusammengesammelt habe. Deswegen werde ich wahrscheinlich jetzt fürs Erste auf verdichtete Erde gehen. Bauen wir uns erstmal einen Erdhügel. Ein Erdunterschlupf. Boah, ich glaube 3 Stacks jetzt erstmal für den Anfang werden gut. Damit kann man ein bisschen was machen. So, und dann ist auch meine Schaufel schon wieder kaputt. Muss ich wieder eine neue machen. Dann holen wir uns noch ein bisschen Holz. Obwohl, Holz habe ich eigentlich auch schon ganz gut. Ja, na gut. Aber das nehmen wir auch noch mit. So, das können wir wegtun. Da ist mein Inventar schon wieder voll. Wenn ich irgendeinen Kram drin habe. Jetzt kommt natürlich das Problem, dass ich immer alles auf Englisch gesucht habe. Mal gucken, wie das ist mit dem Heilkram. Man braucht da irgendwie einen Pferdesalm für und noch irgendwas. Ich glaube, die Liste hier durchzugehen, mehr ist jetzt auch ein bisschen dumm. Vielleicht, warte mal, Leitfäden. Heilung irgendwo. Nee, Heilung gibt es wohl nicht. Nee. Okay. Dann heile ich mich erstmal über Zeit. So, dann brauchen wir ein bisschen Erde. Oh, das ist mein Berg. ja, wo bauen wir denn? Vorne am Wasser? Da habe ich meinen Speer geworfen. Haben wir hier noch ein paar Beeren? Ich glaube, jetzt am Anfang wäre so eine einfache Grube, glaube ich, die beste. Weil ich ein bisschen Platz habe. So. Machen wir mal so.
So. 42 sollte ja erstmal reichen. Machen wir hier direkt am Wasser. Muss nicht schön aussehen, muss funktionieren. Einmal zwei. Okay. Nehmen wir uns noch das Gras. So. Das sollte auch schon reichen. Setzen wir da uns dann noch so einen Pillar hin. Dann können wir nämlich mal reinspringen, wenn wir wollen. Und einen Block, damit wir wieder rauskommen. Ja. Dann machen wir hier doch mal eben ein Lagerfeuer hin. Und dann brauche ich noch einen Feuerhobel. Feuer. Feuerhobel. Ja. Feuer. Feuerstarter. Feueranzünder. Okay. Zwei Stöcke und ein bisschen Heu. Zwei Stöcker und ein Stück Heu. Natürlich genau falsch rumgemacht. So. Na, das war noch nichts. Komm schon. Ah. So, jetzt hätten wir auch schon ein Feuer. Dann wollen wir mal hingehen und ein bisschen. Ich habe eigentlich noch. Möglichkeit, ein bisschen hier auszubauen. Shit. Hat mal meine Schaufel. Bisschen mehr Platz. Sehr gut. Dann fangen wir mal an, ein bisschen was aus Ton zu machen. Haben wir denn hier einen Lehmofen? Ach, guck mal, aber oh, den Ofen kann man nur mit Feuer Lehm machen. Und anscheinend die Tonschindel auch. Okay, für dekorative Dachblöcke. Ja. Zum Kochen braucht man natürlich erstmal ein paar. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das nochmal alles war. Oh. Links-Klick zum Ende. Es gab auch irgendwie verschiedene Modi. Ach ja, hier. So. Ne. Viel zu viel dazu. Gleich alles wieder abnehmen. Naja, wird. Man muss so richtig treffen. So. Sag mal, aber doch wieder auf einmal eins. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das normale Feuer reicht, um es zu brennen. Oder ob man dafür ein heißeres Feuer braucht. Oh, wir haben ja ein bisschen Kohle. Haben wir vorhin gefunden. Jetzt sollten wir die Temperatur des Feuers erhöhen können. So. Vier Schüsseln. Gucken wir mal da rein. Kann nicht geschmolzen werden, benötigt einen Grubenofen. Okay. 700 Grad reicht nicht aus, um es zu brennen. Okay.
probieren wir es doch mal, die ganze Sache ein bisschen zu erhöhen. Vielleicht reicht es ja dann aus. Ja, wie ihr seht, die Temperatur von dem Feuer steigt jetzt an, weil halt Kohle drin ist. Kohle verbrennt heißer als Holz. Okay, anscheinend noch nicht. Töpfern. Die Tonformung ermöglicht hier viele Keramikartikel und auch Werkzeugformen. Bei der Steinverarbeitung halte Schleichen und rechte Maus, bla bla bla. Ja, dir ist die Auswahl an Rezepten angeboten. Hm? Sobald die Form fertig ist, kannst du sie aufnehmen und in einem Grubenofen verbrennen. Okay. Anscheinend ist es inzwischen anders. Früher hat man das einfach im Lagerfeuer gebrannt. Okay, dann brauche ich einen Grubenofen. Schauen wir mal, Grubenofen. Wie baut man den?